Hey, da hat der Chat mich gerade auf etwas aufmerksam gemacht und ich möchte den Moment nutzen, um das mit euch meine Einschätzung mitzuteilen. Ich glaube, das, was ich sage, ist auch interessant und ihr könnt für euch was mitnehmen. Schauen wir doch mal. Also, es geht um das Internet. Ich habe Ahnung von Technik und ich finde einige Veränderungen sehr interessant, finde sie auch gut und möchte euch davon jetzt erzählen. Und zwar folgendes: Das Internet ist und war der wilde Westen und es wird immer mehr sich auch verändern. Und Anfang 2021, also ziemlich genau jetzt vor einem Jahr, kam etwas, wo ich damals schon zu meinen Mitmenschen gesagt habe: Oh, wo kommt das denn her? Das ist mal was Neues. Und ich wusste damals schon, ich habe irgendwo schon Kommentare in Foren geschrieben, das wird es verändern. Das reicht aus. Wir haben etwas, was funktioniert. Da gab es eine DNS-Sperre. Und zwar in Deutschland. Also, Anfang 2021 hat sich so eine kleine Gruppe gebildet von der Regierung. Da war so ein ehrenamtlicher Richter drin. Da waren dann zwei unabhängige Mitarbeiter, so auch ein bisschen aus der Regierung oder so. Und die drei haben ein Gremium. Die haben sich jetzt, die treffen sich zweimal im Monat und entscheiden, welche Seiten gesperrt werden. Und zwar von den Providern. Die müssen sich jetzt daran halten. Wie kam es dazu? Es gibt illegale Dinge im Internet, nennen wir etwas Einfaches wie eine Streaming-Seite. Ne? www.neuesterkinofilm.de kann ich mir einen aktuellen Kinofilm anschauen, ohne zu bezahlen. Wer daran verdient, sind die Piraten, ne? Die schalten Werbung und so weiter und daran verdienen die auch ganz ordentlich. Ich kenne auch ein paar davon persönlich. Einer wohnt hier so um die Ecke und so, kann ich ganz viel sonst auch erzählen. Und also ich werde die nicht outen oder sowas, aber so. Und man kommt an diese Leute nicht ran. Die sind gut geschützt. Wenn man da irgendwie es schafft, irgendwann mal die Domain zu kapern oder was auch immer, dann machen die einfach eine neue. Und das dauert zu lange. Das ist Blödsinn. Also da hat die Regierung sozusagen oder die Rechteinhaber nie was erreicht. Und jetzt kam 2021 etwas, was ausgereicht hat. Eine DNS-Sperre. Und jetzt hat sich sozusagen die Gerichte haben immer gesagt, sie müssen die Seite sperren. Und wenn die dann die Seite gewechselt haben auf eine neue Domain, dann haben die mussten die wieder vor Gericht gehen. Das hat zu lange gedauert. Und jetzt findet man so Schnellentscheidungen vor so einem abgekürzten Gericht. Also man muss nicht mehr vor Gericht das einklagen, dass eine illegale Tat dort stattfindet, sondern man reicht Beschwerde bei dieser Gruppe ein. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich kann sie jetzt auch nicht aufrufen, wenn ich auf eine gesperrte Seite gehe, weil ich nicht deren DNS-Server benutze. Ich habe hier so ein Pi-hole und sowas, ne? Bei mir funktioniert das nicht. Also ich kann euch nicht mal diesen Namen sagen, aber die haben so eine gelbe Seite. Ich packe sie euch in die Seite unten rein. Also wenn ihr auf Kino XTO geht oder sowas, dann seht ihr nichts. So. Und das fand ich erstaunlich damals vor einem Jahr. Da dachte ich, wow, also da ist so ein kleines Gremium, das kriegt jetzt so ein Anwaltsschreiben und da steht drin, geh auf diese illegale Seite. Du siehst eindeutig, da sind illegale Sachen drauf. Wir kriegen den Rechteinhaber nicht. Wir haben schon einiges versucht. Und bevor das jetzt zu so lange läuft, wir haben parallel auch ein Klageverfahren, sperr die Seite. Sie darf in Deutschland nicht zugänglich sein, sie verursacht einen Schaden, wir sind die Rechteinhaber, bäm. Eine Woche später, die Seite funktioniert nicht mehr. Und das habe ich damals live mitgesehen, als die ersten Seiten gesperrt worden ist. Ich bin auch ein bisschen in der Szene nicht. Also da bin ich ein Amateur, ich bin Zuschauer, ich bin jemand, der das beobachtet, cool findet oder so. Da bin ich irrelevant. Ich frage die Profis manchmal so nach guten Tipps und Tricks und sowas. Ja, sowas. Und da habe ich es dann auch mitbekommen, habe gedacht, wow, das reicht aus, weil alle haben da gelacht in der Szene. Oh, DNS-Server umstellen, eine Sache von 3 Minuten und alles. Ja, richtig, wir Techniker oder engagierte Menschen oder so, ne? Wir Pfiffigen und sportlich da uns Einbringende oder sowas. Ja, aber um uns geht es gar nicht. Denn ich kenne auch die Statistiken dieser Seiten so. Ich habe da ja auch, die haben mir das erzählt. Das sind so 70% weggebrochen von heute auf morgen. Die haben schnell eine neue Domain gemacht und so, ne, um die Gäste wieder über Google irgendwie einzufangen, ne? Die Zuschauer, die Abonnenten, die immer die eine Seite aufgesucht haben.
kamen nicht mehr. Und die Zahlen gingen echt steil ab. Neue Domain gemacht, wieder gesperrt. Neue Domain, wieder gesperrt. IP-Adresse gesperrt. Nicht mehr aufrufbar und so weiter. Das hat damals eingeschlagen. Und ich habe es kommen sehen, weil es reicht aus, wenn diese 70% der Zuschauer, das sind ja auch die, an denen man verdient. Das sind die, die keinen Werbeblock haben. Das sind die, die auch manchmal die Filme ja einfach gucken wollen, laufen lassen oder so. Das sind die guten Zuschauer, also die wertvollen Zuschauer, die finanzstark sind oder sozusagen. Ja, irgendwie, ne? Das hat eingeschlagen. Das hat geknallt. Das ist das Erste. Wir reden jetzt hier über die DNS-Sperre, die ihr Ziel erfüllt. Alle, die da noch drüber lachen, darum, es geht nicht um uns. Es geht nicht um die, die das umgehen können. Es geht um die 70% der Zuschauer, die weg sind, die nicht mehr bei euch streamen oder nicht mehr irgendwas runterladen oder was auch immer. Ne? Das fand ich sehr beeindruckend damals. Also wir haben jetzt sowas. Ganz interessant jetzt auch für euch. Jetzt kommt die nächste Stufe. Solmecke, der coole Anwalt auch, finde ich auch cool, wie er das seit so vielen, fast schon Jahrzehnte, also ein Jahrzehnt ist er doch locker schon dabei, macht. Toller, toller Mensch. Und der hat auch wieder gesagt, oh, NordVPN und so weiter. Und ich sage euch eins. Diese Liste, das ist ja eine Liste mit gesperrten Seiten. Und es wird bald so sein, und das ist jetzt eine Erinnerung an mein zukünftiges Ich. Es wird bald so sein, dass alle anderen Anbieter europaweit, auch die VPN-Anbieter, diese Liste übernehmen werden müssen. Natürlich. Das kann doch nicht sein, dass Vodafone sich an diese Liste halten muss, aber irgendein deutscher VPN-Anbieter, und VPN sind erstmal in Ordnung, ne? Das kann man so tunneln und umgehen und so, Freifunk gibt es auch so was in der Richtung, dass die sich da nicht halten müssen. Und da lachen jetzt noch zu viele, das sage ich euch. Und ihr werdet sehen, dass bald auch die nächste Regelung kommt. Ah, wir haben ein funktionierendes Werkzeug. Dieses Werkzeug müssen die anderen auch anwenden. Es war am Anfang ja auch nur Vodafone, der das umsetzen musste. Ne, ein großer Provider. Jetzt müssen das auch Telekom und die anderen halt, die es da gibt. Ja. Und als nächstes werden das die Anbieter, die Dienste, die Seiten. Vielleicht muss sogar ein Facebook oder ein Google solche Seiten nicht in der Suche haben oder ausblenden. Richtig, in Europa ja. Ganz aktuell, jetzt ein bisschen von mir selber, meine behördenkritischen Videos sind in vielen Dingen sehr, sehr, sehr legal. Ich sag mal so, 99% davon ist legal. Eine Sache, vielleicht war ich da zu wütend, habe da jemand vielleicht verletzt in seiner Ehre. Ne, das nennt man dann Beleidigung und so. Muss rauszensiert werden, muss ich korrigieren, ja. Aber es gibt auch Videos, wo alles legal ist, alles ist richtig. Und diese Videos werden aber jetzt in Deutschland proaktiv, weil YouTube möchte sich das mit der Regierung nicht verscherzen. Und da gibt es ja so viel Hass. Meine Behördenvideos, 8 Stück schon, sind in Deutschland ausgeblendet. Nur meine Abonnenten haben die mitbekommen. Oder wenn du jetzt aus den umliegenden Ländern kommst, ne, dann kannst du sie sehen. Kommst du aus der Schweiz, Österreich, Dänemark und so weiter, dann siehst du die Videos. Alles in Ordnung. Keine Community-Regeln verstoßen. Aber die deutschen Hassreden, Hassvideos, ich war ja auch ein bisschen wütend. Oh, auf einmal siehst du ein anderes Internet. Bitte bleiben Sie ruhig. Was Paul da sagt, sollen sie nicht mitbekommen. Also auch wieder ganz interessant. Ich habe keine Strikes, keine Verwarnung, gar nichts. YouTube möchte aber die Videos erstmal hier nicht anzeigen, einblenden. So, interessant, 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 interessant. So, und jetzt sind wir bei der nächsten Stufe. Ich nenne sowas Chat-Hooligans, da gibt es ja auch das andere Video, ne? Wenn du was ins Internet einträgst, in dieses saubere Internet, sagen wir mal, da, wo wir uns am meisten aufhalten, wo wir am meisten sind, wo wir uns austauschen, ne? Twitch, YouTube, so weiter, E-Mails. Wenn du da etwas einträgst, du musst dich heutzutage auch in meinem Chat, musst du dich mit einer Telefonnummer registrieren. Ich möchte, dass Twitch weiß, wer du bist. Ja, da können 10% das wieder umgehen, kann ich auch. Aber 90%, wenn du was Blödes schreibst, kann ich einfach sagen, hier, illegal, Polizei hat deine Handynummer, die ist auf deinen Namen registriert und guckt mal eben nach. Vielleicht kommst du ja, vielleicht nimmt dich die Polizei irgendwie so und macht dann die Webcam an und dann kommst du in meinen Stream nochmal rein. Dann kannst du nochmal erzählen, warum du das geschrieben hast.
Also ich würde das schon irgendwie cool finden. Ne? Ja, ich versuche euch jetzt zu beschreiben, was da gerade stattfindet. Und das haben wir auch bei Chatgruppen und so weiter. Und das haben wir bei vielen. Deine Daten sind ja gar nicht mehr bei dir zu Hause. Die sind in der Cloud. Die Hausdurchsuchung bringt fast gar nichts mehr. Bei dir zu Hause ist doch nichts mehr. Deine ganzen E-Mails der letzten 10 Jahre sind in der Cloud. Da gibt es schon ein Backup. Die Regierung kann Klick-Klick machen, hat alles von dir gespeichert. Facebook, Google, ne, GMX sind ein paar von euch so. Was gibt es da noch alles? Ne? Check24, Bankkonten, Finanzamt, so, bam. So ein, deine Hausdurchsuchung haben wir schon längst gemacht. Findet statt, passiert. Und jetzt das nächste ist halt, wenn du ins Internet was eintragen willst, legst du deinen Personalausweis bitte auf die Rückseite deines Handys oder halt von deinem Notebook. Und wir wissen auch, wer du bist. Und das wird auch eine große Veränderung sein. Und das finde ich gut. Da können wir gerne in einem anderen Video drüber reden. Aber ihr seht jetzt, dass diese Veränderungen funktionieren. Und sie bringen viel Gutes rein. Ein paar Sachen muss man dann nochmal ausbessern und gucken. Und das wollte ich heute mal mit euch aufnehmen. Da hat jemand im Chat jetzt mit mir ja, mich auf einen Impuls gebracht. Und das ist ganz wichtig. Das Internet verändert sich. Und wenn du es verstehst, passt du auch in das neue Internet gut rein. Und ja, und bist dann sowieso herzlich willkommen in meinem Chat. Es funktioniert. Eine DNS-Sperre funktioniert. Eine Registration bei jedem Firlefanz funktioniert. Kann ja auch anonym sein. Es gibt anonyme Dienste. Ich kann mich ja auch bei dir registrieren auf deiner privaten Seite, indem meine Bank einfach sagt, sie weiß, wer ich bin. Oder es gibt ja hier noch etwas. Ah, genau. Lasst uns mal noch ein schönes Beispiel nehmen. Apples AirTags. Ich habe meinen jetzt gerade nicht hier. Das ist so zum Orten. Die kannst du irgendwo ranmachen und dann ortest du die Sachen. Geile Technik dahinter. Super. So. Wollen wir gar nicht drauf eingehen. Einige Leute haben die missbraucht. Und haben irgendwelche Leute das dann ins Auto oder in die Handtasche getan oder so, um sie zu orten. Also so Stalking und sowas. Sie haben die Rechnung aber nicht mit Apple gemacht. Denn diese Dinger sind auf deine Apple-ID registriert und deine Apple-ID funktioniert nur gut, wenn die auch mit Bankdaten hinterlegt sind. Mit einer funktionierenden Handynummer und so weiter. Also Apple weiß ziemlich genau, wer du bist. Ey, und wenn du damit Blödsinn machst, wenn die Polizei sich bei uns meldet, wir geben instant, sofort die Daten raus. Also die Polizei kann sie alleine abrufen. Wir müssen gar nicht bestätigen auf unserer Seite. Also du siehst, wie schnell du denkst, ey, ich missbrauche etwas. Aber der Staat technische Maßnahmen schon vorher als Vorbereitung schon eingebaut hat, um sich vor Missbrauch zu schützen. Siehst du die Veränderung? Ja. Du kannst dir hier mein Notebook gerne klauen, das ist auch noch nicht abbezahlt, aber es bringt dir nichts. Es ist hochsicherheitsverschlüsselt, du kommst nicht an die Daten ran und du kannst es auch nicht zurücksetzen, weil es auf meinem Namen registriert ist. Also auf dem Schwarzmarkt schon immer. So Apple-Geräte, ne, die halten nicht nur sehr lange. Also mein Notebook, mein MacBook Air ist von 2011. So. Und das funktioniert immer noch. Also diese Geräte sind auch ganz gut. Mann Gott, das wird wieder so ein langes Video. Ne? Was ich euch sagen will, ist, die Technik verändert den ganzen Umgang. Apple-Geräte gab es nie auf dem Schwarzmarkt, haben sich nie gelohnt, weil du wirst du nicht los. Die sind sozusagen auf denjenigen registriert, schon immer gewesen. Die werden ja auch nicht geklaut, die kannst du rumliegen lassen. Da geht keiner ran, weil die kannst du nicht verhökern. Ihr seht, auch anhand dieses kleinen Beispiels, eine ganz neue Technologie. Es gibt hier Fahrräder, die kannst du nicht klauen. Die funktionieren da nicht. Was willst du dann damit machen? Was soll dir da das Risiko, sie zu klauen, bringen? Versteht ihr, was ich meine? Technik bringt auch viel Gutes bei. Und wie gesagt, wenn ich mich auf eine Internetseite registriere, dann kommt da, willst du dich irgendwie authentifizieren, ne? Mit Google, mit Apple, mit dies, mit das. Und ich muss auch nicht jedes Mal ein Passwort eingeben. Und so weiter. Es wird alles einfacher, aber auch transparenter. Baue ich Mist, zu viel, beleidige ich auf deiner Seite dreimal, dann kriege ich 3 Strikes, ich werde gebannt. Vielleicht kann ich mich dann woanders nicht registrieren. Ah. Ja, und sowas. Versteht ihr, wo die Reise hingeht? Und das ist interessant. Wir beobachten das jetzt gerade alle zusammen. Viele schreien noch wie kleine Mädchen und so weiter. Können wir gerne mal drüber reden? Was denkt ihr darüber? Und so weiter. Also, abkürzen hier. Das Internet verändert sich. Und ich verändere mich auch.
Ich kann euch noch viele Tipps geben, wie wir daraus Profit schlagen, wie wir gut damit umgehen. Kommt sonst mal vorbei. Stellt mir auch eure Fragen in den Chat und dann kommt so ein Video bei raus. Bis bald.